voll in die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, die Presse. Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres feuchtfröhlich viralen und überhaupt total tollen Pressepodcasts Voll in die Presse. Und die Lockerungen, die sich hier langsam breit machen, zeigen sich auch langsam im Benanza-Bus. Denn zumindest der Kollege Karl-Heinz Ballermann ist wieder genesen und mit mir im Bus natürlich mit gehörig Abstand und wir haben auch griffbereit Atemschutzmasken für alle Fälle. Und am Telefon Prollo Ferrari. Prollo, wie geht's dir? Guten Tag, mir geht's hervorragend wie immer und damit wir die Zwei-Personen-Grenze nicht überschreiten, habe ich freiwillig darauf verzichtet, in dem Bus dabei zu sein und sitze brav in Homeoffice und Rückzugsort. Wunderbar. Aber Prollo, du wurdest zumindest gefragt, wie es dir geht. Mir ja nicht. Ich wollte gerade dazu kommen, nämlich wir haben dich ja die letzten zwei Folgen schmerzhaft vermisst und haben auch immer dich grüßen lassen und dir Genesungswünsche ausgerichtet und offensichtlich hat es gefruchtet. Du siehst einigermaßen fit wieder aus. Danke. Was halt noch so drin ist in dem Alter. Wie geht es dir, Herr Ballermann? Ja, jetzt, wo ich wieder hier im Podcast mitwirken darf, ist natürlich die Lebensfreude gleich um mindestens 300% gesteigert. Ich hatte mich eigentlich auch sehr gefreut, den Sommer heute nochmal übers Knie zu legen hier, verbal. Leider hat er sich ja wohlwissend wahrscheinlich, was da so kommt, schon ausgeklingt. An dieser Stelle herzlichen Gruß, Sommer. Ja, herzliche Grüße. Sommer wurde heute noch gesichtet mit einer Packung Klopapier unterm Arm, also der scheint beschäftigt zu sein. Das ist wirklich ein sehr unangenehmer Gedanke. Ja, aber der muss auch mal sein. Der muss auch mal sein. Richtig. Und ich würde sagen, wir steigen vielleicht auch einfach mal ein. Ich weiß nicht, wer den ersten Artikel hier zaubern will. Ich bin heute thematisch so ein bisschen zumindest am Anfang festgelegt aus aktuellem Anlass. Und es ist nicht Corona, möchte ich dazu sagen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr irgendeinen schönen Artikel zum Einstieg? Wir sprechen uns ja hier vorher nie ab und verraten uns eigentlich auch nicht, was wir für Artikel dabei haben. Ja, ich habe natürlich nur schöne Artikel dabei. Ich hab sozusagen so eine Art Storyline. Es dauert ein bisschen länger, überraschenderweise. Kaum ist er gesund, fängt er wieder an zu verzellen. Ja, so ist es. Herrlich. Aber Prollo, starte du doch. Ja, ich fange mal mit einer Kleinigkeit an. Das ist auch schnell erzählt. Es ist ja nun mal so, nicht nur die arbeitende Bevölkerung, also alle außer uns, sondern auch die Schüler sind ja momentan in Heimarbeit. Und da habe ich mich natürlich mal informiert und mich gefragt, was machen die eigentlich so? Und die Antwort ist, ratet mal, nix ist die Antwort, ja, nix. Unter der Überschrift Schüler arbeiten zu Hause zu wenig, berichtet die Tagesschau davon, von einer kleinen Umfrage, dass tatsächlich mehr als ein Drittel der Sekundarstufe 2, also der oberen Mittelklasse, nee, was ist denn das? Das ist schon doch, also Oberstufe. Geben jedenfalls an, dass sie täglich weniger als 2 Stunden für schulbezogene Tätigkeiten nutzen. Nun kann man sich natürlich die Frage stellen, ob man im Rückblick auf seine Schulzeit jemals mehr als 2 Stunden für schulbezogene Tätigkeiten genutzt hat, auch in der Schule, nicht wahr? Also da kann ich dir nur zustimmen. Genau, und es ist tatsächlich so, also es wird gar nicht so viel von zu Hause gearbeitet. Der allergrößte Teil der befragten Jugendlichen, wie ich hier vorlesen darf, empfängt der Studie zufolge mindestens einmal wöchentlich Lehrmaterialien von der jeweiligen Schule. Die andere Hälfte immerhin, naja, einmal wöchentlich. Und was macht der Schüler? Er macht nichts. Ja, er macht das Gleiche, was er mit den Hausaufgaben in seinem Hausaufgabenheft macht. Er sitzt das aus. Und gleichzeitig, witzigerweise, machen sich 45% der befragten Schüler große oder sehr große Sorgen, dass sich die Schulschließungen negativ auf ihre Schulleistungen auswirken. Ja, der Schüler sitzt also sorgenvoll zu Hause und prokrastiniert. Weniger häufig besorgt äußerten sich die Befragten über ihre berufliche Zukunft. Da sehen nur 28% sich gefährdet. Kurze Zwischenfrage, die ich mir in dieser ganzen Diskussion ständig stelle. Was machen eigentlich die Lehrer den ganzen Tag? Also ich will jetzt nicht das allgemeine Lehrer-Bashing hiermit eröffnen, aber wenn die einmal die Woche so Hausaufgaben hinschicken, bei meinen Kindern ist das typischerweise sonntags, kommt dann so ein ganzer Bogen
und dann müssen die das halt die Woche über machen. Dann passiert nicht mehr sehr viel mehr und freitags müssen die die Hausaufgaben zurückschicken. Und so wie ich es zumindest mitgeschnitten habe, findet da nur eine Vollständigkeitskontrolle statt, dass sie halt auch alles geschickt haben, aber keine inhaltliche, kein inhaltliches Feedback, was dann jetzt gut oder schlecht oder falsch oder richtig ist. Also nochmal die Frage, was machen eigentlich die Lehrer? Sorgen die sich auch oder? Die haben ihre Füße in diesem Katzenklo. Die sind jetzt nicht gefragt worden, aber so, ja, so Lehrer an sich, der hat ja das halbe Jahr Sommerferien, nicht wahr, der Pädagoge. Und für ihn dürfte es insofern eigentlich, es waren ja jetzt auch zwischenzeitlich sogar Osterferien. Ja, was macht der Lehrer? Was wird er wohl machen? Alte Hausaufgabenbögen wärmt er auf. Ja. Möglicherweise sitzen die Lehrer aber auch in größeren Abständen alle zusammen und überlegen sich, wie die völlig kryptischen Hygienevorschriften einzuhalten sind. Also das glaube ich ja nun mal gerade nicht, weil damit hat man ja jetzt erst überraschenderweise begonnen, weil konnte ja keiner ahnen, dass die Schulen wieder aufmachen. In der Tat. Also wundere ich mich immer, warum da nicht mehr passiert ist. Aber ich muss, was die Lehrer angeht, zumindest die Lehrer meiner Kinder so ein bisschen in Schutz nehmen, eigentlich sogar ziemlich stark in Schutz nehmen. Die eine, die hat, die Klassenlehrerin meines Sohnes, die hat zum Beispiel ein Buch gekauft für alle. Und jeder und hat dann ein umfangreiches Aufgabenpaket zur Analyse dieses Buches aufgesetzt. Richtig cool, so ein Indianerbuch. Macht voll Spaß, das selber zu lesen und dann mit den Kindern das irgendwie durchzugehen. Also die hat sich da richtig, richtig Mühe gegeben. Hat dann auch noch so eigene Videos gedreht, wie man schriftlich subtrahiert und so. Also so richtig professionell. Und sitzt dann zum Beispiel heute Vormittag auf dem Schulhof. Und dann können die Kinder da hinkommen und ihre Aufgabenhefte zeigen und die schaut die dann durch und bespricht das mit denen. Das finde ich schon eigentlich ganz cool. Ja, also ich will jetzt nicht, weil ich es nicht besser weiß, die Lehrer an der Schule meiner Kinder beleidigen oder in Misskredit bringen, aber das, was ich mitbekomme, scheint anders zu sein. Und wenn da, man kriegt ja so einen breiten Überblick, dass teilweise auch per Skype oder Videokonferenz unterrichtet wird, richtig so präsenzmäßig, das ist definitiv nicht der Fall. Und Videos selber drehen habe ich so auch noch nicht mitbekommen, sondern da wird dann eben auf YouTube-Material verwiesen. Also ich glaube auch nicht, dass sie nichts machen und insbesondere jetzt nach den Sommerferien sind die ja auch tatsächlich dabei, den Einstieg sozusagen wieder vorzubereiten. Die sind auch in der Schule, müssen da räumen und sich Konzepte überlegen. Aber es war einfach immer mal so eine Frage, dass das scheinbar wirklich massive Unterschiede in der Dichte der Beschulung gibt. Also teilweise mit früh aufstehen, also richtig nach Stundenplan per Videoschalte und teilweise einfach nur einmal in der Woche sogar nur so ein Aufgabenzettel, der dann abgearbeitet werden muss nach eigenem Gusto. Also da gibt es keinen einheitlichen Standard. Das kann man mal festhalten. Das stimmt. Also wir persönlich haben auch so extra so Hefte gekauft, einfach die wir dann durchmachen, weil die Aufgaben teilweise auch echt, die sind dann halt auch schnell zu Ende und machen das jeden Tag und das tut den Kindern richtig gut, weil die brauchen einen strukturierten Tag. Ansonsten langweilen die sich den ganzen Tag und hauen sich nachmittags die Köpfe ein. Ne? Ja. Ich möchte doch dennoch bei meinen Vorurteilen gerne bleiben. Ja, das, okay, einigen wir uns da drauf. Ständige Nachdenken ist mir einfach jetzt über die Jahre zu unbequem geworden. Ja, ich habe jetzt meine Meinung und möchte da aus Praktikabilitätsgründen gerne beibleiben. Ja, und weil du ja auch diese kompromittierenden Fotos von uns beiden hast, stimmen wir dir selbstverständlich voll unumwunden zu. Selbstverständlich. Du hast wie immer recht, Prollo. Ja. Auch wenn wir das nicht zugeben. Tja, so, dann, aber jetzt können wir in das, vielleicht nach einem Kaltgetränk auch in das große, ausufernde, ausschweifernde Kompendium vom netten Kollegen einsteigen. Ja. Vielleicht tatsächlich Kaltgetränk ist ein guter Tipp, weil es wird hier verdammt warm. Ich weiß nicht, möchtest du mit was Antialkoholischem starten? Nein. Das könnte dir aber den Gusto ein bisschen versauen. Du kriegst es heute aber auf jeden Fall noch. Heute ist ja nur der Ballermann hier im Bus und nur wir beide können uns jetzt hier Getränke kredenzen, aber vielleicht möchtest du auch. Ja, wir müssen ja erstmal hinleiten. Also ja, wir haben jetzt ja bald, ne? Der Mai ist noch nicht gekommen, aber er ist so gut wie da. Und was lacht einen an, wenn der Mai kommt? Nicht nur die Maibäume, das Frühlingswetter, sondern im Supermarkt auch das Maibock. Und deswegen haben wir auch Maibock besorgt. Ist natürlich noch nicht ganz Mai, gleich das Stilbruch vielleicht. Ja. Aber dennoch, heute wir machen jetzt hier einfach mal den MySpace. MySpace, genau.
Ja. So, Maibock-Time. Okay. Maibock-Time. Hast du denn noch Maibock am Start? Weil ich habe die Gläser, wie immer, hier. Das ist so schön. Die waren jetzt wochenlang eingemottet und jetzt kann man die hier wieder zumindest in zweifacher Ausfertigung rausholen. So. Und da hat der Kollege Einbecker, das ist doch hier irgendwo aus Niedersachsen. Tja, Leute. Hervorragend. Einbecker Urbock. Ja. Mai-Urbock. Du weißt gar nicht, was du verpasst. Ja, ich habe das natürlich geahnt und habe mir sicherheitshalber gestern rein zufällig im Rewe meines Vertrauens noch einen Supermarkt-Maibock gekauft. Und? Was für eins? Trinke ich jetzt mit Altenmünster Maibock Hell aus Marktoberdorf. Das klingt auch sehr interessant. Also ja. Prozentual ist man da auch viel besser aufgehoben als beim normalen Pilz mit 6,5 Volumenprozent. also auch viel gesünder, kann man sagen. Ja. Und aus diesem Grunde schnell auf damit. Ja. Na? So. Also, grüne Flasche, also zumindest grünes Etikett. Sieht sehr erfrischend aus. Die ist so schön, da braucht man, glaube ich, gar kein Glas. Nee, die ist cool, ne? Ja. Und das sieht schon so richtig erfrischend aus, das Ding. Mhm. Hervorragend. Wir sollten uns wie, wie sieht denn deine Flasche aus, Prollo? Meine Flasche, die Flasche selber ist aus Braunglas, aber auch mit grünem Etikett und ganz schön verziert eigentlich. Da sind so zwiebelturmartige Ornamente drauf. Kann ich gar nicht beschreiben. Also mit Liebe hergestellt. Ich hoffe, das Bier kann das Versprechen halten, was die Flasche macht. Dann auf jeden Fall Foto, ne? Für die. Ja. Ja. Ey Leute, und hier steht drauf, seit 1378 machen die den Scheiß. Oh shit, so voll richtig abgelaufen. Der Hammer, ey. Ja, voll abgelaufen bestimmt. Ja. Also, Prost auf den Maibock. Prost. Oh, ich hoffe, man kann dieses Gluckern da hören. Oh, schmeckt super. Hm. So ein bisschen malzig oder sowas, ne? Also so, man merkt auf jeden Fall, dass da echt mehr Karamba hinter ist. Also wir sind jetzt mit Bier eingestiegen, ne? Und das passt eigentlich ganz gut. Wir haben heute Freitag, den 24.04., nur um euch mal wieder einzunorden, wann wir das hier aufnehmen. Erscheinen wird das erst nächste Woche, aber gestern war der Tag des Bieres, Thema Bier. So weit, so gut. Es gibt aber auch noch einen anderen Tag und ich kann den jetzt natürlich nicht verraten, aber was sagt euch denn die Zahl 420? Und dann könnt ihr vielleicht den Tag fast erraten. 420, also das Jahr hat der 20. Lass mich nicht, der 20.05., richtig? Nein, das ist vor 420 Jahren, was ist denn da passiert? Da ist 1600, da ist das deutsche Reinheitsgebot nicht in Kraft getreten, sondern 1600, was war denn da? Das ist scheißegal, was da war. Bei 420, der Prollo hat natürlich wieder gecheckt, auch ohne kompromittierende Fotos, ist der 4., der 20. April. Den 20. April meint das. Und das ist der inoffizielle Weltkiffertag. Woher kommt aber die 420? Und das ist ganz interessant, weil der 20. April ist ja nur wegen dieser Zahl zum Weltkiffertag, zum inoffiziellen geworden. Die Zahl kommt natürlich aus Kalifornien. Erstmal da hat es ihren Ursprung, ich weiß nicht, wer den Artikel die Tage auch gelesen hat. Und dort an einer Schule in Kalifornien in der Nähe der San Rafael High School, also das ist die Schule, im Norden des Bundesstaates soll es der Legende nach eine riesige Cannabis-Plantage gegeben haben. Das war 1971. Da gab es eine Gruppe von Teenagern, die natürlich sozusagen zeitgemäß gerne einen durchgezogen hat. Und die haben sich dann sozusagen verabredet, diese riesige Cannabis-Plantage ausfindig zu machen und dann natürlich schön abzuernten. Und deswegen haben sie sich regelmäßig nach der Schule um 4.20 Uhr, weil die Schule ging wahrscheinlich bis 4, getroffen am Nachmittag, um diese Plantage zu suchen, so quasi ihre Schatzsuche zu starten und hatten als Code dafür immer gesagt 420. So, ne, wir treffen uns 420 und aus diesem 420 ist dann im Endeffekt über die Zeit ein Synonym geworden für, komm, wir gehen raus, ein Kiffen. Mm. Und dann hat man eben immer als Code für Kiffer das 420 verbreitet. Erst an der Schule und dann immer weiter und hat dann das irgendwie Einzug in die Kifferwelt gehalten. Und dem Benehmen nach oder diesem Artikel in, ich glaube, das ist Bild, genau, Qualitätsmedium Bild, nach hat dann die Band The Grateful Dead 1990 das aufgeklärt, woher dieser 420-Begriff aus der Kiffergemeinde kommt.
Und deswegen ist der 20.04., also heute vor 4 Tagen, der Weltkiffertag. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nicht so ein harter Kiffer wie der Kollege Ballermann. Nee, ich null. Also ich bin der absolute Gegner davon. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ja, ich auch nicht. Also ist nicht meine Droge, wenn man so will. Das hört sich jetzt ein bisschen verboten an. Vielleicht kiffst du falsch. Wie? Ich kiffe nie. Macht man das nicht mit dem Ohr? Keine Ahnung. Wo steckst du dir das denn rein? Ich dachte, das wird gespritzt. Ja. Desinfektionsmittel. Keine Fragen, Prollo. Keine Ach Fragen. So. Aber sag mal, haben die denn jetzt eine Frage mal, haben die denn jetzt dieses Feld dann auch mal gefunden? Weißt genau. du das? Nee, haben sie nicht gefunden. Sie haben es nie gefunden. Also laut dieses Artikels haben sie das Feld selber nie gefunden. Aber der Begriff 420 hat sich eben verselbstständigt und ist dann mehr zum Synonym für, willst du einen kiffen gehen? Und dann hat man halt sich so in der Schule, hatten wir auch so Codewörter. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber ich weiß es ganz genau, dass wir auch so unsere Insider-Wörter hatten. Und hier war es dann eben 420 und dann sind die Jungs vor die Tür gegangen und haben einen durchgezogen, um nicht sagen zu müssen, gehst du mit mir raus, einen kiffen. Aber ich wollte nochmal zu diesem Thema kiffen. Also es ist auch bei mir nicht mein Fall, bringt mir gar nichts und schmeckt mir auch nicht und kickt mich auch nicht, aber ich bin dann bei der Recherche, das wird ja dann immer so schön verlinkt, so Artikel, die zum Thema passen, auf einen Artikel gestoßen, der vielleicht so dem einen oder anderen Mann zumindest das Interesse am Kiffen wecken könnte, denn wo ist es passiert? In Georgia, im US-Bundesstaat Georgia, haben Ärzte vom Colosseum Medical Centers in Macon davon berichtet, dass ein Mann bei ihnen vorstellig geworden ist, der vom Kiffen eine Dauererektion bekommen hat. Und zwar ist dem das schon häufiger passiert. Das nennt sich wohl, der Fachbegriff ist Priapismus. Und man spricht dann eben von einer schmerzhaften Dauererektion, die länger als 4 Stunden dauert. Und das ist ihm wohl in jungen Jahren schon beim Kiffen ein paar Mal passiert. Jetzt war der Typ 32. Schon mit 16 hat er angefangen zu kiffen und hat auch regelmäßig dann eben eine Dauerlatte gehabt, die dann aber innerhalb von 4 Stunden sich wieder reduziert hatte. Ja, also kein Grund zum Arzt zu gehen. Und dann hat das lange aufgegeben und hat dann wieder jetzt kürzlich angefangen zu kiffen. Und dann kamen auch wieder diese in Anführungsstrichen Beschwerden dazu. Und er ist dann in der Zwischenzeit 2-mal schon vorstellig geworden. Beim ersten Mal ist er nach 6 Stunden ins Krankenhaus gegangen, beim zweiten Mal nach 12 Stunden und hat dann über diese Dauererektion geklagt, die man dann mit Spritzen wieder auch in den Griff bekommt. Das Lustige ist, bei diesem Artikel, auch hier Bild, steht beim zweiten Mal, ich bin angetrunken und musste lachen. Ja, yeah, pass auf, hier steht, beim zweiten Mal begab er sich damit nach 6 Stunden in professionelle Hände. Und dann, die Hände bekamen das dann durch Spritzen wieder in den Griff. Ja, man denkt, also ich, so ein Schwein wie ich, denkt dann sofort, ho, 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 geile Formulierung. Tatsächlich steht dann im nächsten Satz, beide Male konnten Ärzte den Penis mit einer Penileprin-Spritze zum Erschlaffen bringen. Also genau das, was die meisten nicht wollen. Hat der hier als Problem? Also Kiffen kann da vielleicht auch Viagra ersetzen. Ich habe noch eine Frage. Das war doch, du sagst, ist das auch an der Ostküste jetzt gewesen irgendwo? Georgia ist ja eigentlich Südstaaten. Ne? Südstaaten, ja, ja, ja. Aber vielleicht hat der da ja Urlaub gemacht. An der Westküste, wollte ich eigentlich sagen. Weil, vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten ja da das Problem mit diesen Penisfischen, dass die ja alle an Land gesprungen sind. Vielleicht hat der da auch in Kalifornien, ne? Das war ja Kalifornien, Land des Kiffens. Vielleicht hat er da einen durchgezogen, ist dann die ganze Zeit mit dieser Dauerlatte über den Strand gelaufen. In See gestochen. Und dann haben die Penisfische gedacht, das ist unser Gott. Und sind dann alle sozusagen an den Strand gesprungen. In religiöser Erzückung an den Strand gesprungen. Das wäre noch vielleicht noch eine weitere Erklärung. Ja. Habt ihr noch Lust auf einen Funfact zur 420, also 420? Natürlich. Weil ich habe nämlich einfach, das ist der Vorteil im Homeoffice, man kann einfach ein bisschen rumsurfen, während die anderen arbeiten. Ich habe mal einfach Wikipedia aufgemacht, wo der Journalist wahrscheinlich auch abgeschrieben hat, seine Hintergrundinformationen. Verkehrsschilder mit der Aufschrift 420 werden in den USA nämlich vermehrt gestohlen. Und was macht man da? Kiffen? In Denver oder bei Denver haben sie einfach
den Stein mit der 420 durch eine 419,99 ersetzt. Ach, also so Meilensteine werden geklaut. Richtig. Oder, ja, das sind ja, weiß ich nicht, Steine, Schilder, was auch immer, ja. Aber ja. Hauptsache 420 steht da nicht drauf. Ja, siehst du, aber dann scheint es ja doch recht verbreitet zu sein. Vielleicht wissen die Verkehrsbetriebe gar nicht, warum das ständig geklaut wird, aber haben es offensichtlich als Problem erkannt. Ja, kurios. Sehr schön. Also ich könnte sogar noch einen dritten Artikel beisteuern, dann hätte ich mein Nukleus zum Thema Kiffen auch abgeschlossen. Mach denn doch, das passt so, das kann man so schön überleiten. Also wir sind eingestiegen mit 420, dem Codewort fürs Kiffen. Dann sind wir gekommen zu der wundersamen Erektionsförderung von Cannabis, zumindest bei bestimmten Personen. Zu den Penisfischen dann? Die Penisfische, die jetzt an der Stelle keine ganz tragende Rolle spielen, aber die dem Kollegen Ballermann sehr ans Herz gewachsen sind. Und dann habe ich nämlich eigentlich vorher schon einen Artikel rausgekramt gehabt und so wurde dann irgendwie ein roter Faden draus aus dem, oh Gott, irgendwo Nordrhein-Westfalen, also in Dortmund, das Blatt muss ich nachreichen, steht jetzt hier nicht. Ich habe mir aber ganz viel da markiert, weil die Überschrift ist mir ins Auge gesprungen. Dortmund, verdächtige Beule in der Hose, Happy End für Polizisten. Auch da ist mein dreckiges Gehirn schon wieder an so Happy Ending und so weiter. Da denke ich so, verdächtige Beule in der Hose, Happy End das für Polizisten. Das Gleiche hatte wahrscheinlich auch der Überschriftenautor. Ja, der ist vielleicht auch so ein bisschen ausgehungert, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber worum geht es eigentlich? Die Polizei in Dortmund hat einen Mann im Zusammenhang mit einem Drogendelikt festgenommen. Das ist jetzt mal hier die Zusammenfassung. Also während einer Streifenfahrt im Dortmunder Kaiserstraßenviertel bemerken die Beamten zwei verdächtige Männer, die sich in einer Eingangsnische zu einer Gaststätte aufhielten. Dann sind die hin, haben die kontrollieren wollen. Und einer der beiden war ein 19-jähriger Dortmunder, der fing dann tierisch an zu zittern. Und dann haben sie ihn darauf angesprochen, warum er denn so zittert. Und daraufhin hat er gesagt, na, er würde gar nicht zittern und hat die Hände in die Füße genommen und ist losgerannt. Noch während er losrannte oder bevor er losrannte, bemerkten die Beamten eine deutliche Auswölbung in seiner Hose im Bereich des vorderen Reißverschlusses. Also vielleicht hatte er gekifft und hatte eine Dauererektion, könnte man meinen, aber er ist halt weggerannt, man konnte das nicht mehr klären und dann sind sie hinter ihm her, beziehungsweise, Entschuldigung, ich muss nochmal einen Schritt zurück, dann haben sie ihm auf die dicke Hose angesprochen und haben ihn aufgefordert, das steht hier auch so schön, daher forderten sie den 19-Jährigen auf, in einem geschützten Bereich die Hose zu öffnen. Dazu kam es allerdings nicht. Der 19-Jährige mit der dicken Hose ergriff die Flucht in die Manteuffelstraße. Dann rannte der halt weg, die hinterher. Dummerweise war die Hose wohl so dick, dass er sich auf die Nase gelegt hat. Und dann konnten sie ihn schnappen. Vorher hat er einen Beutel weggeschmissen. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Beutel war 20 Gramm Marihuana, die er gerade gekauft hatte, was natürlich zu viel ist. Ich glaube, 7 darf man haben. Und dann haben sie ihn einkassiert. Also so kann es kommen. Beim nächsten Mal hätten sie ihm das Zeug rauchen lassen, wäre die Hose vielleicht auch dick geworden, das können wir nur mutmaßen. Aber ich fand das jetzt zufällig, sind diese drei Artikel in meine Hände bei der Vorbereitung auf diese Sendung gespült worden. Und deswegen habe ich gedacht, mein Thema für heute ist Kiffen und alles, was man damit verbinden kann. Und natürlich auch gerne ein Funfact vom Prollo, wenn du nochmal irgendwo in die Recherche eingestiegen bist. Darf ich vielleicht eine Rückfrage stellen? Klar. Dass der vordere Reißverschluss, steht das da so? Ja, im Bereich des Vorderen. Ich hätte mir nämlich jetzt, also ich wäre, glaube ich, vor Polizisten auch weggerannt, die auch neben einem vorderen noch einen hinteren Reißverschluss in der Hose gehabt haben. Ja, ich muss da unwillkürlich an die Village People denken. Also da kann man ihm, glaube ich, die Flucht nicht vorwerfen. Ja, vor allem, wenn sie ihn auffordern, in einem geschützten Bereich die Hose zu öffnen. Das war Selbstverteidigung. Da kommt da so ein Village People Polizist auf dich zu und sagt, du hast aber eine dicke Hose, öffne doch mal die Hose hier in der Ecke. Wer weiß, das war der auch nicht. Ich habe eine Dauererektion aufgrund von Cannabiskonsum. Vielleicht ist er auch darüber gestolpert, man weiß das nicht so genau. Ich durfte ja mal, als ich mein Praktikum im Jurastudium gemacht habe, in der Verwaltung, durfte ich immer bei Hausdurchsuchungen mitmachen und auch mal bei einem solchen so Drogenheini, so der hat auch mal Cannabis wohl vertickt, so in der Größenordnung bis 100 Gramm. Und da haben wir das Haus, haben die vorher das Haus umstellt. Und dann geht das Fenster auf
und dann fliegt auch eine Tüte, so wie bei dem Typen. Dann sollte man natürlich denken, das war der junge Mann, der die Tüte rausgeworfen hat. Das war aber nicht der junge Mann, sondern das war die Frau Mama, die offensichtlich ganz genau wusste, wo der Mann seine großen, wo der junge Mann seine großen Drogendepots hatte und hat das Ding dann schön raus in den Garten geschmissen. In den Garten, in den eigenen. Ja, einfach irgendwie raus aus dem Fenster. Ja. Aber schon echt kurios, dass Mutti da nochmal unterstützend eingegriffen hat und sogar wusste, wo der Sohnemann den ganzen Stoff aufbewahrt. Seid ihr denn schon mal von der Polizei irgendwie angehalten oder durchsucht worden oder keine Ahnung, Fahrzeugkontrolle? Ja, einmal, da haben die mich angehalten, da haben die gesagt, Herr Ballermann, wir wollten Ihnen einfach mal sagen, so vorschriftsmäßig wie Sie ist eigentlich noch keiner gefahren, dass man muss auch mal was Gutes sagen, und haben mich dann halt in den höchsten Tönen mehrere Minuten lang gelobt und dann durfte ich weiterfahren. Ja. Ja, das habe ich in der Zeitung gelesen. Du bist eigentlich auch zum Autofahrer des Jahres ernannt worden. Bei mir war es so, ich bin mit 16 nach Amerika gegangen zum Austausch und habe da meinen Führerschein gemacht und durfte dann mit dieser Erlaubnis, die dann hat, diese Fahrerlaubnis, als 17-Jähriger schon Auto fahren. Bin die ganze Zeit rumgefahren und hatte gehofft, dass mich mal so ein Polizeikontrolle anhält, dass ich schön meinen Michigan-Führerschein zeigen kann. Ist natürlich nie passiert. Und an dem Tag, an dem ich 18 wurde und dann den deutschen Führerschein, auf den ich das umgeschrieben habe, in der Hand hielt, wurde ich angehalten und musste dann halt den normalen, das ist noch immer, diese rosa, ne, diese rosa Pappe, dann vorzeigen und nicht meine schöne ID-Karte aus Michigan, wo einmal quer Buckle Up drüber steht. Also das weiß ich noch, da war ich richtig enttäuscht, dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr habt genau diesen einen Tag gewartet, bis ich 18 werde und mich dann am 18. Geburtstag da abends kontrolliert. Aber jetzt so Polizeikontrolle oder gar irgendwie Durchsuchung oder sowas ist mir zum Glück erspart geblieben. Das stelle ich mir auch in der Tat ziemlich, je nachdem wie das abläuft, ziemlich zumindest beeindruckend vor, wenn du da nicht so genau weißt, was dir da gerade passiert. Also, das mir passiert, wo ich auch nicht so recht wusste, ist leider eigentlich ergebnislos verlaufen und deshalb langweilig. Erzähle es euch gerne trotzdem ausführlich. Ich fuhr meine liebe Frau zum Bahnhof und zwar um 5 Uhr morgens in Bochum und natürlich vorschriftsmäßig wie immer, ja, und plötzlich auf der Rückfahrt nach Hause. Man fragt sich schon, ist das wohl der Ballermann? Ja, genau. Jedenfalls fuhr ich da so um 5 Uhr morgens im Penner-Look, weil ich war auch gerade aufgestanden und hinter mir plötzlich Polizei, es blinkte, es leuchtete, ich habe mir dann irgendwo ein Örtchen zum Anhalten gesucht, dann kamen die, liefen so ein, zweimal um das Fahrzeug rum und ich habe dann mal freundlich gefragt, was denn sein könnte. Und dann hieß es, also nach unseren Unterlagen müsste das Fahrzeug gelb sein. Und dann habe ich gesagt, das ist Silber und das war es eigentlich auch schon immer. Dann hat er nochmal irgendwas getippt und geguckt in seinem Bordcomputer, hat dann nochmal gegen eine leicht vorstehende Radkappe getreten, weil, ne, irgendwas ist ja immer. Und weil die aber schon seit 2 Jahren zu dem Zeitpunkt immer so ein bisschen vorstand, dachte ich, komm. Aber das wollte ich ihm dann jetzt auch nicht erzählen. Jedenfalls, wie dem auch sei, die sind dann einfach weitergefahren. Ich weiß bis heute nicht, was es mit dem gelben Auto auf sich hat. Ich habe mich aber auch nie getraut zu fragen. Das kann man sich doch relativ schnell zusammenreimen. Die haben vielleicht dein Fahrzeug, dein Kennzeichen falsch irgendwie in den Computer eingegeben oder vielleicht wurde ein Auto dieser Farbe geklaut und sind dann irgendwie auf dich aufmerksam geworden. Oder man wollte dich halt zum Karl-Heinz Ballermann Gedächtnispreis vorschlagen, hat sich dann aber über die Autofarbe irritiert, weil der Ballermann bekanntermaßen nur mit gelben Autos damals rumgefahren ist. Naja, ich glaube auch, die wollten auch mal den weltbesten Autofahrer, wollten sie mal morgens guten Morgen sagen. Dann haben sie halt festgestellt, da sitzt ja nur der Prollo drin und dann haben sie gesagt, hier, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Genau. Ja, genau. Können wir ihnen noch einen Kaffee anbieten? Ne? Ich habe übrigens meinen Bock schon fast auf. Ich wollte eigentlich nur ein Schlückchen nehmen. Das ist lecker, ne? Das ist lecker, aber ja. Aber das ist sehr, sehr angenehm im Geschmack. Also selbst das Supermarktbier, hervorragend. Habt ihr denn vorher recherchiert, warum heißt das denn Bockbier? Also was macht dann das Bockbier besonders zum Bockbier? Oh, das ist eine gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht können wir das mal als Hausaufgabe mitnehmen. Ja, aber du, würde ich sagen. Ne? Du bist, ich vergesse meine Hausaufgaben noch immer. Aber ja, gut, ich versuche mal dran zu denken. Bockbier. Ne? So. Bockbier. Warum heißt das
Bockbier, Doppelbock, Bockbierfeste, Eisbock, das Bier, die Legende, ja, der Mann, die Legende, das Bier, die Legende, ja, so, wie suche ich denn jetzt auf dieser Seite nach einem Begriff? Ah, das nehmen wir mit als Hausaufgabe. Ja, Hausaufgabe. Komm. Du hast schon genug gelangweilt. Hab schon. Ich bin hier zuständig. Also für die Zuhörer einfach selber googeln. Es steht im Internet. Könnt ihr kurz nachschauen. Ja. Dann können wir direkt zum nächsten. Wieder so, ja, wieder so ein Lifehack vom Kollegen Ferrari. Das war sehr hilfreich, die Auskunft. Ach, witzig. Ich lese es vor, weil es ist echt witzig. 1614 wurde der Braumeister Elias Pichler von Einbeck an das Hofbrauhaus abgeworben, der fortan sein Einböckisch Bier in München braute. In der Münchner Mundart wurde daraus im Laufe der Zeit die Bezeichnung Bockbier. Also sehr langweiliger Funfact. Nee, gar nicht. Der ist voll geil. Finde ich schon geil. Ist voll geil, weil der Kollege Ballermann hat ja das Original Einbecker hier erworben. Das heißt, wir trinken quasi das Original vom Herrn Pichler aus Einbeck. Ja. Und ich trinke nur das Ja-Bier. Wir trinken Geschichte. Ja. Flüssige Geschichte. Das ist so fantastisch. Darauf trinke ich nochmal. Schmeckt gleich doppelt gut. Ja. Wollen wir zum Monolog des Ballermann aufbrechen? Ja, der steht schon in den Start. Ja. Der hat jetzt so ein kleines Rednerpult hier gerade aufgebaut. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, ich verbitte mir auch immer Unterbrechung. Nee, ich wollte eigentlich so auch anknüpfen an den Mai. Mai, da trinkt man natürlich immer gerne Bockbier. Ist mit so das Wichtigste, was man im Mai macht. Man macht aber auch noch andere wichtige Sachen. Was macht man noch so im Mai? Habt ihr eine Idee? Maibaum stellen. Ja, Maibaum. Mai, in den Mai tanzen. Was noch? Was machen viele Paare? Das will ich jetzt hier nicht auf... Nein. Paare. Ja. Paare jetzt in meiner Umgebung oder generell? Nein, überhaupt. Allgemein. Heiraten wahrscheinlich heiraten, gerne verdammte im Mai, weil es so schönes Wetter ist. Meine Herren, seid ihr begriffsstutzig, das ist ja nicht zum Aushalten. Nein, wir waren ja schon in der Hochzeitsnacht gedanklich. Ja, ihr seid immer da, überspringt dann immer gleich das Wesentliche. Also, was muss man denn machen als Mann, damit man die Allerliebste in den Ehestand bekommt? Fragen. Shanghai, also Knüppel über den Kopf, so war das früher. Oder man fragt sie, richtig. Und das hat hier auch einer getan, nämlich der Steffen Schwarz. Und Steffen Schwarz ist ein Landwirt, ein Freizeitlandwirt. Und der hat einen ganz ungewöhnlichen Heiratsantrag gemacht. Einen sehr aufwendigen und hübschen, wie ich finde. Und zwar im mittelhessischen Hüttenberg. Der hat nämlich einen Acker und hat dann mit seiner Sämaschine den Mais so ausgesät, dass auf dem Feld in großen Lettern steht, also wirklich riesig, willst du mich heiraten? Fragezeichen. Und zwar richtig symmetrisch über das ganze Feld. Ich kann ja hier zumindest schon mal dem Ben Cartwright hier ein Bild zeigen. Oh ja, sehr schön. Also das ist, glaube ich, die Schriftart, würde ich sagen, ist Areal. Ja, doch. Also es ist wirklich, wirklich richtig gut gemacht. Und dann nützt das natürlich noch nichts, weil das war wirklich riesig. Das sieht man natürlich nicht von unten. Jetzt musste natürlich die Frau das irgendwie auch noch lesen. Wie macht man das? Indem man seine Freundin dazu überredet, mit einer Drohne über das Feld zu fliegen. Also nicht sie selbst, sondern eine Drohne über das Feld fliegen zu lassen. Da wüsste ich, also wenn ich jetzt mal so an meine heimatlichen Verhältnisse denke, wüsste ich gar nicht, was ich da sagen sollte, dass meine Frau oder Partnerin... Ja, aber Moment, ich habe letztens ein Video gesehen. Die moderne Landwirtschaft, die mäht ja auch mit den Drohnen. Also da fliegt die ganze Zeit die Drohne über dem Mähdrescher und dann kann der Typ nämlich auf seinem Monitor unten sehen, dass er schön gerade fährt, weil das ist gar nicht so leicht, da irgendwie gerade die Ähren da abzufahren und so. Vielleicht hat er irgendwie so einen Spruch gebracht. Ja, das kann auch gut sein. Wir testen mal hier eine neue Dresch-Drohne. Ja, auf jeden Fall, die Frau, die jetzige Frau, die hat es dann auch gemacht, hat Ja gesagt und... Ah, das hast du schon verraten. Ja, bitte. Und hat Ja gesagt und im Oktober ist dann Hochzeit. Jetzt bloß die Frage, wie kriegt man eigentlich so gestochen scharf einen solchen Schriftzug ins Feld? Weil es ist ja eine Aussaat. Ja? Eben mittels dieser Sämaschine. Und da kann man doch tatsächlich das Ding so programmieren, dass der genau passgenau diese Buchstaben sät auf das ganze Feld, weil der muss ja mehrmals hin und zurück fahren. Also du musst die Dinger so, die sind so technisch aufwendig, dass du das eben bewerkstelligen kannst. Und da muss ich natürlich gleich mal nachgucken, was
hat es mit der Sämaschine auf sich. Bevor wir in die technischen Details einsteigen, ganz kurz, ich finde das ja schon ziemlich mutig, weil das ist ja eine langfristige Vorbereitung. Also der wird dann irgendwann im Frühjahr das ausgesät haben. Mhm. Und dann dauert das ja, das geht ja nicht über Nacht, ne? Das dauert ja da ein paar Wochen mindestens oder Monate. Was wäre, wenn der sozusagen in der Zwischenzeit feststellt, scheiße, eigentlich will ich das gar nicht mehr, dann muss er da aufs Feld gehen, alles platt trampeln, dann kommt das immer da hoch und er trampelt dann irgendwie die Buchstaben. Das war auf dem Foto, wenn ihr das dann seht, auf dem Link, ein riesen Ding wahrscheinlich. Ne? Ja, aber die musste ja extra die Drohne zur Hand nehmen, um das lesen zu können. Von daher hätte er es wahrscheinlich gar nicht erzählt. Was ich viel wichtiger finde, ist, der hat der Frau dabei auch einen Ring überreicht und was er natürlich auch noch investiert hat, ist im Grunde genommen der Ernteausfall von diesem Schriftzug. Genau. Was das gekostet hat, Leute. Aber egal. Sämaschine ist der Trick gewesen, ja. Jetzt, weil ich ja mal ein bisschen tiefer gehen muss, habe ich mal geguckt, Sämaschine, was ist das eigentlich, ne? Und zwar unterscheidet man zwischen Breitsaat und Drillsaat. Und bei einer Breitsaat, das macht man so mit der Hand, also händisch, bei einer Drillsaat eben mit so einer Maschine. Und wenn du das machst mit so einer Maschine, dann legt er den Samen knapp unter die Erde ein und schließt die Erde danach. Und dadurch hast du 30% weniger Vogelfraß und sparst richtig Asche, ja. Und das gute Ding, wenn ich glaube, würde man so sagen, bei dem Feld, da bist du so ungefähr 100.000 Flocken los. Wow, und das für einen Freizeitbauern? Ja, guck mal hier, ja, schau mal hier, so ein Ding ist das, kann ich dann auch nochmal zeigen, ja, so ein Anhängsel. Güte. Aber das war jetzt eigentlich nur so am Rande, ja, weil ich das so faszinierend fand, dass man da so passgenau mit säen kann. Und dann dachte ich mir, also Schriftzüge aus der Luft lesen, da habe ich schon mal mehr gehört, ja. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, was man alles so an schönen Sachen aus der Luft lesen kann. Und natürlich ganz besonders beliebt in Deutschland Hakenkreuze. Also noch und nöcher. Unter anderem in Bonn. Da gab es eine Wanderkarte. Und die Wanderkarte hier im Bonner Bereich, nämlich unterhalb der Rheinaue, hat das wohl so einen Bereich abgebildet. Und zwar dort ein Gebäude der Volksbank. Ach nee. Und zwar am Hochkreuz in Bonn. Und die ist eingezeichnet, dieses Gebäude, wie ein schwarzes Hakenkreuz. Jetzt, aber sind das die Kreuzbauten zufällig? Nee, das sind nicht die Kreuzbauten. Das ist einfach so ein Gebäude von der Volksbank. Das sieht, diese Ärmchen, die sehen auch so ein bisschen so aus. Der Mittelteil sieht aber überhaupt nicht aus wie ein Hakenkreuz. Da verwahrt sich die Bank natürlich auch dagegen, dass es so gedeutet wird. Und auch wenn man das eben mit Google Earth mal sieht, das ist nicht so besonders auffällig. Und jetzt würde man natürlich gerne diese Wanderkarte ändern. Insbesondere die Bank. Aber die Bank hat keinen Zupack, weil das ist ja nun mal nicht deren Wanderkarte, die da dieses Zeichen aufweist. Dann aber auch nicht der Verschönerungsverein Siebengebirge, der das rausgibt, weil der kann da auch nichts dran machen, weil der bezieht sich auf das Landesvermessungsamt. Und das Landesvermessungsamt will es nicht ändern, weil es zu viel kostet, das jetzt zu ändern. Also ist gar nicht mal aber so einfach. Kurze Frage, was könnte man denn da ändern, wenn das Gebäude diese Form hat? Ja, da gar nichts. Das ist einfach eine ungünstige Fotografie, oder? Ja, genau, es ist einfach eine ungünstige Abbildung in den Wanderkarten letztendlich einfach und auch durch Google Earth, und das ist eigentlich das Entscheidende, womit man ja praktisch viel sieht, bestätigt sich das nicht. Aber es gibt durchaus Sachen, die sich ganz eindeutig als Hakenkreuz identifizieren lassen und bei denen das eben auch so intendiert ist. Ganz bekannt sind insbesondere Hakenkreuzpflanzungen. Was stellt ihr euch darunter vor? Das ist ähnlich, was der Bauer da macht. Hecken. Ja, vielleicht noch so eine schöne Ligusterhecke, die würde sich aber hervorragend eignen. Ja, vielleicht auch so ein bisschen, also diese, ich glaube, heute würde man ja nicht unbedingt mehr so richtige Pflanzungen als Hakenkreuz anlegen. Woher könnten die noch stammen? Was denkt ihr? Aus welcher Zeit? Also, von früher. Ja, von früher, genau. Und was für Pflanzen müssten das dann sein? Kreuzlilien. Ja. Bestimmt keine Stiefmütterchen, oder? Schwarzbraune Haselnüsse. Genau, Bäume, ihr Pfeifen. Eichen, die deutsche Eiche. Die deutsche Eiche, genau. Und zwar gibt es tatsächlich mehrere solcher Pflanzungen.
In Hakenkreuzform. Ganz bekannt ist die Pflanzung, auch berichtet im Spiegel, von der Kutzeroer Heide bei Zernikow in der Uckermark. Ein Hakenkreuz in den Ausmaßen 60 mal 60 Meter. Sehr geschickt gepflanzt, muss man sagen. So zwischen 100 und 140 Lärchen. Das sind ja Nadelbäume für den Botanikfreak. Und darum herum gepflanzt, Kiefern. Und die Besonderheit ist nun, dass die Lärchen eine der wenigen Gattungen von Nadelbäumen sind, die nicht immer grün sind und dementsprechend im Herbst ihre Nadeln braun werden, die passen. Und im Frühling auch hellere Farben haben als die Kiefern. Sodass man dieses Hakenkreuz in diesem Zeitraum erkennen kann, aber nur in einer bestimmten Höhe. Mhm. Also und das ist auch der Grund, weshalb dieses 88 Hakenkreuz, Meter. Das Hakenkreuz, was wohl im Jahr 1938 gepflanzt wurde, auch während der ganzen DDR-Zeit nie entdeckt hat, weil da war nämlich der Privatflugverkehr verboten, also da braucht so eine gewisse niedrigere Höhe, ne? Da durften die halt nicht fliegen, weil die hätten sie rüber gemacht, ja. Und die Passagiermaschinen nach Berlin, für die war es zu hoch, die haben es halt nicht erkannt. Und so hat man das Ding tatsächlich erst 1992 entdeckt. Bei der Analyse von so Bewässerungsstrukturen haben sich da die Augen gerieben. Und ich habe hier auch mal ein Bild mitgebracht, um euch das, das kann ich auch noch mal einstellen. Oh ja. Das ist also ein ganz lupenreines Hakenkreuz. Wirklich gestochen scharf. Eben bedingt durch diese unterschiedlichen Baumarten. Und das wurde 1992 entdeckt und wurde da auch relativ schnell publik, sodass sich sogar es sogar zu internationalen Verwicklungen kam. Also insbesondere hat dann sich der Frankreichs Staatspräsident, damaliger Staatspräsident François Mitterrand eingeschaltet und hat bei Roman Herzog angerufen, dass er doch bitte dieses dafür Sorge tragen möge, dieses unsägliche Hakenkreuz aus diesem Wald schlagen zu lassen. Das war aber gar nicht so einfach, weil wenn man das tut, wird der ganze Wald beschädigt. Und das, man wollte... Vor allem, wenn du die alle umhaust, hast du ja auch so eine Kerbe. Ja, genau. Das kannst du halt auch nicht machen. Dann siehst du halt so ein Loch als Hakenkreuz. Deswegen haben die aber in so einer ersten Aktion versucht, dieses Hakenkreuz leicht zu retuschieren. Das ist aber nicht gelungen und mussten dann tatsächlich nochmal dran, um dieses Hakenkreuz zu beseitigen. Es gibt auf jeden Fall noch an zahlreichen weiteren Stellen solche Hakenkreuze, zum Beispiel auch in Kirgisistan, wo dann tatsächlich wohl ein deutscher Förster mit einer gewissen rechten Gesinnung dann teilweise auch mal wohl auch so ein Wald angelegt hat, aber in Deutschland eben auch relativ viel. Und, was sagt ihr dazu? Also, das ist ja ein durchaus gängiger Vorwurf, dass die braune Vergangenheit im Osten bisher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Ja, das war das Argument von François Mitterrand, der gesagt hat, in so einem Gebiet, wo man sowieso schon rechtsradikale Tendenzen hat, da sollte man doch lieber solche Symbole gerade nicht stehen lassen. Aber man hat es wohl tatsächlich erst 92 entdeckt. Also, weil man eben dieses Flugverbot hatte in der Ostzone und man es schlicht einfach nicht entdeckt hat. Ja, wobei, also ich, bei dieser ganzen Hakenkreuz-Diskussion muss ich die ganze Zeit daran denken, dass man auch natürlich geschichtlich bedingt wahnsinnig sensibel ist, was Hakenkreuz anbelangt. Ballermann, du erinnerst dich, wir waren vor einem guten Jahr in Japan unterwegs und da begegnet einem tatsächlich an vielen Orten ein Hakenkreuz. Richtig. Ganz normal. Das ist da, ich weiß nicht, ob es die Edo-Dynastie war, aber in irgendeiner dieser Dynastien war das Hakenkreuz eben auch ein Machtsymbol. Also das Hakenkreuz an sich ist ja etwas, was schon viel, viel länger gibt und wo man dann als Deutscher immer so zurückschreckt. Deswegen habe ich jetzt hier eben auch kurz gedacht, du hast es dann aufgeklärt, ob das nicht vielleicht sogar aus einer Zeit davor sogar stammt und jetzt natürlich in unserer nachträglichen Bewertung negativ aufgeladen ist. Klar, ich will auch kein Hakenkreuz in meinem Garten mehr stehen haben, aber das Hakenkreuz kann eigentlich nichts dafür. Das sind Leute, die es halt genutzt haben für ganz, ganz niedere Taten und Gräueltaten und so weiter. Ne? Deswegen, ja, ich finde sowas eigentlich cool, wenn man merkt, wie klein der Mensch eigentlich ist, dass er aus seiner Perspektive, also nicht das Hakenkreuz, ne? Nicht, dass er sonst falsch steht, aber die Perspektive, dass man
Jahrzehnte durch so einen Wald geht und eigentlich durch so ein Hakenkreuz, in dem Fall ja sogar Nazi-Wald, da rennt, ja, und sagt, ach, wie schön, die Lärsche da, ne, und sich dann vielleicht so als gemeiner Mensch da einfach über die Bäume freut. Und wenn du einmal deine Perspektive veränderst, kriegt das eine ganz andere Bedeutung. Das ist richtig philosophisch eigentlich schon, dass man einfach sich immer wieder sagen muss, es ist alles eine Frage des Standpunktes. Wenn du dich, wenn du zu sehr auf die Details guckst, erkennst du vielleicht nicht das große Ganze. Und wenn du dich einfach mal einen Schritt zurücknimmst und sozusagen auch ein bisschen objektivierter auf die Dinge guckst, erkennst du vielleicht auch Zusammenhänge, die vorher gar nicht da gewesen sind. Also klar geht es jetzt hier um Bäume und Hakenkreuze, aber ich finde, das hat fast schon eine philosophische Bedeutung, dieser ja, kleine Beitrag. Ja, das stimmt. Habe ich euch eigentlich gesagt, warum die das angeblich gepflanzt haben? Habe ich das mal berichtet? Nee, ne? Wollten die den lieben Gott bekehren? Nee, ganz und gar nicht. Die hatten echt einen Grund. Und also mehrere Gründe, die da so angeführt werden. Und zwar sagt ein Anwohner, er musste das als Kind auf Anordnung des Försters pflanzen. Und wahrscheinlich, es gibt mehrere Gründe. Ein Grund soll gewesen sein, entweder es gab einen kritisch eingestellten Gutsbesitzer, der die Partei damit wieder befrieden wollte oder beruhigen wollte. Oder es soll ein nicht linientreuer Ortsbewohner soll den Feindfunk gehört haben, BBC. Und deswegen hat man, um sozusagen seine pro-nationalsozialistische Einstellung zu beweisen, eben diese Bäume gepflanzt. Und ein anderes Gerücht besagt, zu Hitlers Geburtstag soll das gepflanzt worden sein. Und dann wieder ein anderes Gerücht sagt, dass der Reichsarbeitsdienst eine Dorfstraße angelegt hat und zum Dank soll das dann angepflanzt worden sein. Man könnte fast meinen, es ist unklar. Man könnte es meinen, ja. Das fand ich auch. Also man könnte auch meinen, dass ich ganz schön transpiriere und schon lange liegt es mir in den, sozusagen, ja, jetzt versaue ich nämlich den Ballermann hier mit dem nächsten Getränk. Ich habe vor Monaten schon, da gibt es eigentlich die Ahoi-Brause, das kennt jeder, gerne auch mit Wodka getrunken als Pulver. Ich habe jetzt hier die Ahoi-Brause Waldmeister als als Limo und habe gedacht, das ist doch was, ich würde mir sowas eigentlich nicht kaufen, es sei denn, man kann es mit netten Freunden zusammen trinken und das tun wir jetzt vielleicht einfach mal. Tut mir leid, Prollo, dass du da nicht mitmachen kannst, aber vielleicht bleibt dafür deine Zunge auch nicht grün. Ich bin... Boah, das sieht ja... Das ist voll gesund. Boah, sieht das grün aus. Voll cool. Meine Fresse. Aber es ist witzig, ich stand auch davor, ich fand das immer voll, ich mochte ja sowieso immer so gerne Ahoi-Brause, dieses Krümelpulver da so rauslecken. Also gar nicht mal als Getränk, ja, sondern so das Brausepulver als solches. Ich bin übrigens noch nicht fertig mit den Hakenkreuzen. Nee, mach mal weiter, ich mach nur ganz schnell eben ein Foto. Wir machen ein Hakenkreuz von der super grünen Ahoi-Brause. Und ja, hier auch mal was machst du denn auf? Hollows and Fentimans Botanically Brewed Ginger Beer. Also ein schönes Ingwerbier mit 4%. Hört sich scheiße an. Glutenfrei, steht sogar zweimal drauf. Handcrafted und etc. etc. Also aus England, Vertrieb Deutschland aus Bornheim, also quasi hier um die Ecke sozusagen. Und ob es schmeckt, sage ich euch gleich. So, ja, Prost, Ballermann. Prost. Prösterchen. Schmeckt aber wirklich wie diese Brause-Dinger, ja, ne? Echt? Schon cool. Cooler, aber wenn da jetzt Wodka reinschüttest, wäre es, glaube ich, ein witziger Partydrink. Ja. So grün, wie es ist. Ein bisschen seifig im Abgang. Also ich bin zufrieden. Ja, ja. Natürlich. Selbst wenn du nicht zufrieden wärst, würdest du das hier nie zugeben. Natürlich. Ja. Also, Hakenkreuze. Hakenkreuz-Special heute. Ne? Wir sind ja noch nicht am Ende. Es ist absolut erstaunlich, wo überall mit diesen Hakenkreuzen, wo einem wie begegnen. Also zum Beispiel habe ich auch gelesen, verschiedene Dörfer wurden in Hakenkreuzform gebaut, Wohnsiedlungen, sogar als Reichsadler wurden dann Wohnsiedlungen gebaut. Also total kurios und grotesk, kann man sagen. Interessant fand ich noch eine Geschichte in Österreich, in Kärnten. Da ist nämlich unter dem Begriff Juliputsch 1934 der Turm der Burgruine Hochkraik mit einem, ich glaube, 6x6 Meter großen Hakenkreuz versehen worden. Das wurde dann auch von der Propaganda rückblickend, von der Nazi-Propaganda rückblickend, dann wirklich ausgekostet.
dass da irgendwelche mutigen NS-Schergen da hochgestiegen sind, schon frühzeitig und dieses Hakenkreuz angebracht haben. Kann aber gar nicht sein, weil das ist so groß, das kannst du gar nicht in der Nacht- und Nebelaktion draufmalen. Wahrscheinlich haben sie das dann nach der Machtübernahme dann da groß draufgeschmiert. Aber das Problem ist, der Turm ist denkmalgeschützt, der Turm ist schwer erreichbar und der Turm ist baufällig, sodass man ihn nicht leicht besteigen kann. Das hat zur Folge, dass man dieses Hakenkreuz auch nicht einfach mit einer Nagelbürste mal eben irgendwie abkratzen kann. Man aber dieses riesige Hakenkreuz aber eigentlich auch nicht mehr in der Landschaft sehen möchte. Und da stellt sich dann auch ziemlich schnell die Frage, wie könnte man es beseitigen? Und wenn ihr jetzt mal so an geometrische Formen denkt, was könnte man aus einem Hakenkreuz machen? Ein Plus. Nee, du musst es ja vollenden. Du kannst ja das ja nicht wegkillern. Also der muss aber anbauen. So vier Quadrate. Vier quasi. Quadrate, so Fenster, genau. Ein Fenster draus malen. Aber kostet auch richtig Geld. Und weil man muss halt da erstmal hinkommen, ja. Also das ist halt wirklich in der Pampa total baufällig, da kannst du nicht einfach ein Gerüst dran stellen. Das würde doch reichen, dass man, wenn man eins zumacht, dann ist es halt so ein. Ja, aber das ist andere Form. Wohl optisch irgendwie dann immer noch nicht ausreichen. Naja. Penisform vielleicht drüber malen. Schlussendlich ist man dazu gekommen, dass es doch gut wäre, daraus so ein Fenster zu machen, ein Quadrat zu machen. Und der Burgherr Peter Göss, der absolut nichts mit dem Nazi, mit diesen Nazis zu tun hat, weigert sich aber, aus grundsätzlich sich daran zu beteiligen, weil er sagt, ich habe das Ding da nicht dran geschmiert. Das ist eine Aufgabe des Staates, solche Nazi-Symbole zu beseitigen. Ich hatte halt das Pech, dass es an meiner Burgruine geschehen ist, werbewirksam von den Nazis. Und ich kann jetzt nicht einfach, weil der ist jetzt mittlerweile Landwirt, nicht einfach ca. 70.000 Euro locker machen, um da so ein Hakenkreuz zu einem Quadrat ummalen zu lassen. Naja, da haben die sich dann ziemlich lang gestritten und die Konzepte, die waren auch wirklich sehr kurios, wie man das machen wollte, also wie man das sanieren bzw. umgestalten wollte. Zum Beispiel, weil man ja eben so ein nicht ohne weiteres ein Gestell, also so ein Baugerüst daran anbringen kann, was zumindest oder sehr teuer geworden wäre, hatte man überlegt, mit einem Ballon an der Wand lang zu fliegen und das Hakenkreuz zu vervollständigen. Mit einem Ballon. Ja, das hat man dann aber doch nicht gemacht, weil man befürchtet hat, dass der Wind den Ballon verwehen könnte. Das finde ich ziemlich überraschend, muss ich sagen. Ja. Kann man nicht mit einer Drohne oder so? Die kann man noch relativ. Mit einer Streichdrohne. Ja, ja, das könnte man jetzt vielleicht heute mal machen. Wäre eine gute Idee, jedenfalls. Ja. Wie groß war das? Hast du das gesagt? Ja, 6x6 Meter war das. Okay, das ist ja so klein. 6x6 Meter. Der sollte nachher auch nur noch so einen symbolischen Betrag von 5.000 Euro bezahlen, aber er hat es eben aus Prinzip einfach nicht gemacht. Und es gibt auch keine Rechtsgrundlage dafür. Also du kannst auch noch nicht mal verlangen, dass der das entfernt, weil das ist auch vorkonstitutionell. Hm. Es war einfach schon immer da. Es bestellt auch keine Gefahr da. Und dementsprechend, es gibt keine Rechtsgrundlage, aber auch für den Staat nicht. Und deswegen wurde lange drum gestritten, wie das Ding nun beseitigt werden kann. Aber auch hier hat das Internationale wieder ein bisschen geholfen, weil dieser Turm nicht nur Pilgerstätte wurde für den einen oder anderen, sondern auch sich einer gewissen internationalen Aufmerksamkeit erfreute. Und schlussendlich hat sich dann der Staat erbarmt und hat dann die volle Kostenübernahme getragen. Also internationale Aufmerksamkeit in der rechten Szene, also hat Le Pen da seinen Front National Parteitag in der Burg veranstaltet? Ja, oder? Vielleicht hätte sie das gern gemacht. Es gab einfach, ich glaube, negative Schlagzeilen, so muss man das hier wohl deuten. Internationale Schlagzeilen dazu. Und letztendlich wurde diese Renovierung übernommen. Dann wurde der Burgherr noch befragt, ja, was meinst du denn, wenn da nichts passiert? Ja, so wie jetzt schon die ganze Zeit. Dann meinte er, ach, ist gar nicht schlimm. Meine Familie wohnt hier schon seit 300 Jahren. Den Turm gibt es seit 800 Jahren. So ein Hakenkreuz. Das verwittert dann mit der Zeit von selbst. Ja. Aber einen ganz interessanten Aspekt, finde ich, der kommt in diesem Artikel noch hoch. Es gab nämlich zum Beispiel auch eine Hitler-Glocke im pfälzischen Herxheim.
die denkmalgeschützt war. Und da hat dann immer der Stadtrat beschlossen, okay, die entfernen wir jetzt halt mal nicht. Ja, mag ein bisschen seltsam erscheinen auf den ersten Blick, aber er hat gesagt, das ist halt auch eine Flucht vor einer angemessenen und aufgeklärten Erinnerungskultur, wenn du immer nur die Symbole beseitigst. Und das finde ich nämlich eigentlich auch. Also auch so ein Wald oder so, der spricht ja irgendwie in seiner ganzen grotesken Beschaffenheit eigentlich dafür, wie bescheuert die Leute damals waren. Und einfach immer nur diese Symbole auszuradieren, das kann man eben auch kritisch sehen. Mhm. Ja, vielleicht muss man die auch einfach nur in den richtigen Kontext setzen. Und von daher finde ich auch, dass man das nicht einfach immer nur alles ausradieren kann. Also sehr interessanter Aspekt eigentlich auch, das als Teil der Erinnerungskultur zu begreifen. Nee, das stimmt. Also du siehst mich jetzt ein bisschen sprachlos nach diesem 25-minütigen Monolog. Wir sind ja gestartet mit dem Bauern, der eigentlich einen ganz netten Heiratsantrag gemacht hat und sind bei Hitlerglocken gelandet. Stell dir vor, du schreibst da so einen Heiratsantrag und plötzlich steigt die Drohne auf, dann ist das ein Hakenkreuz. Das war eine Storyline, ja, weil von oben guckst du halt, ne, und dann guckst du und dann findest du auf einmal Hakenkreuze statt Heiratsantrag. Das ist irgendwie so eine, so weiß ich nicht, ich bin leicht angetrunken, aber ich stelle mir gerade so eine Bauer-sucht-Frau-Episode vor, wo plötzlich so Inglourious Bastards-mäßig irgendwie das völlig eskaliert. Aber das ist ja interessant. Egal. Ich muss den Gedanken wahrscheinlich privat fortführen, das hat so keinen Zweck. Aber ja, und vielleicht haben in diesem Wald, den man ja schon seit Ewigkeiten nicht entdeckt hat, vielleicht haben da ja auch noch so Nazi-Zombies überlebt. Ja, genau. Was ist eigentlich mit den Aliens, wenn die Leute jetzt ihre Botschaften selber schreiben? Was machen denn die Aliens da mit ihren Kornkreisen? Die können doch im Grunde einpacken. Ja, schon lange. Ja. Und hatten die Aliens vielleicht sind das gar keine Aliens seit 50 Jahren, sondern das waren Leute, einfach so Nerds mit... Das sind die Nazis von der dunklen Seite des Mondes. Ja, richtig. Wie ist der Film noch? Ja. Der heißt Iron Sky, habe ich ja jetzt letztes Mal falsch gesagt. Nicht die dunkle Seite des Mondes, sondern Iron Sky. Aber ich hätte nur, um am Ende nochmal mit einer leichtfüßigen Note zu enden oder Prolo. Sind wir schon am Ende? Ja, wir haben schon eine Stunde rum. Prolo, wenn du einmal in Fahrt gerätst, Alter, dann ist hier einfach die Zeit weg. Ich habe noch ein super Thema, was aber seine Zeit braucht. Insofern würde ich das einfach nochmal ausarbeiten und nächste Woche dann als mein monologisches Stück präsentieren. Ja, also ja. Stoff haben wir genug. Eigentlich hätte ich erwartet, dass der Ballermann sowas bringt, aber ich habe hier nur gesehen, das sind nur 3 Absätze, aber so Typen braucht die Welt. In München, ein Typ wurde festgenommen und die Überschrift ist: Mann leckt an Fahrkartenautomaten, um Corona zu verbreiten. Ich erinnere mich an den Kollegen Ballermann in der Corona-Anfangszeit, der sagte, ich habe keinen Bock die ganze Zeit auf diese Sorgen, ich leck jetzt hier alle Türklinken ab und dann habe ich das endlich und dann bin ich damit durch. Der hat es andersrum gemacht, der hat von sich behauptet, er hätte Corona und ist durch die Münchner U-Bahn-Landschaft gelaufen, hat U-Bahn-Griffe abgeleckt, Fahrkartenautomaten und so weiter. Hat das Ganze natürlich dummerweise gefilmt und ins Internet gestellt und wurde dementsprechend dann auch relativ schnell ausfindig gemacht und verhaftet. Was nicht geklärt ist, ob der Typ überhaupt Corona hatte, das wusste man zum Zeitpunkt der Meldung, die von vor 3 Tagen ist, wohl noch nicht. Aber also, dass der was hatte, steht, glaube ich, außer Frage. Ob es Corona ist, ist dann die andere Frage. Ja. Auf jeden Fall, wer hat das jetzt? Ne? Aber trotzdem, ich habe mich an den sehr tatenkräftigen Ballermann erinnert gefühlt und dachte, diese Meldung kann man am Ende doch nochmal hier bringen und sollte sie nicht unerwähnt lassen. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich nicht die Griffe ablecken, sondern die Bierflaschen leer ziehen. Der Ballermann hat uns noch ein schönes Einbecker-Original-Mai-Urbock aufgemacht. Eiskalt. Wir reißen jetzt gleich die Schiebetüren auf und lassen ein bisschen Luft hier rein. Und Prollo, dir auch noch einen schönen Nachmittag. Ja, hau rein da in deiner Bude. Ja, keine Termine und richtig schön einsitzen. Hast du denn nicht auch den Zuhörern schon erzählt, was du da den ganzen Tag machst? Ich meine, du guckst doch immer bei dieser Frau auf dem Balkon, die immer ihre Füße im Katzenklo hat, hast du erzählt. Nee, die ist drin. Also auf dem Balkon, die Leute auf dem Balkon, das Pärchen, das häufig raucht, ist auf dem Balkon. Die Frau im Homeoffice die hat so ein,
Katzenkorb, so einen flauschigen, und da streckt sie immer in der Füße rein, wenn sie hier im Homeoffice sitzt und telefoniert. Hm. Der Typ hängt irgendwie im Wohnzimmer ab, der hat offensichtlich nichts zu tun. Und ja, also ich lerne meine Nachbarn auf ganz andere Art kennen, seitdem hier alle zu Hause sitzen. Ja, also faszinierend. Ja, wer weiß, was die über dich immer sagen. Ist mir egal. Aber wahrscheinlich sagt die Frau, die immer ihre Füße da drin hat, die sagt, da guckt immer von dem Fenster immer einer auf meine Füße, deshalb stecke ich die mal in das Katzenklo. Da guckt immer dieser Fußfetischist, ich versteck die mal hier in dem Körbchen. Kann jetzt quasi rausgucken. Okay. Mein Lieber, schöne Grüße ins Homeoffice. Wir trinken hier noch unser Bierchen aus und genießen die Abendsonne. Und allen da draußen, ich hoffe, ihr bleibt uns geneigt und wohlgesonnen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski. Tschö. Tschüss.